Hallo und herzlich willkommen hier mal zurück zu Factorio. Es tut mir leid, ich konnte leider keine Videos rausbringen. Ich war krank und habe es einfach nicht geschafft. Eieiei, der hat aber schon hart zu kämpfen, der Turm. Ich glaube, da sollen wir mal Lasergeschütz hinstellen. Jetzt bin ich wieder, ja, hundertprozentig ist der Husten noch nicht weg. Deswegen kann es mal ein, zwei Mal passieren, dass ich noch husten muss. Das bitte ich zu entschuldigen. Aber ich bin halt wieder fit und kann jetzt auch wieder aufnehmen. Und als erstes nehme ich deswegen Factorio auf, weil das ja momentan scheinbar eins eurer Lieblingsspiele ist. Und wir haben zu wenig Energie. Ja, ich habe allerdings auch etwas installiert. Mal gucken, ob man das schon sieht. Da würden wir damit nämlich anfangen. Hier. Die Baumfarm bzw. den Tree Farm Mod, der endlich in der aktuellen Version läuft. Wir spielen immer noch in der 091. Es gab noch kein Update. Vielleicht kommt das gleich. Dann werde ich ein zweites Video aufnehmen. Ich muss relativ viel trinken gerade, weil sonst habe ich ein Problem. So, scheinbar laufen die Laser nicht. Da ist einer, der keine Munition mehr hat. Munition. So. Ja, ansonsten läuft das aber momentan relativ gut. Ich kann mich jetzt gerade nicht ganz orientieren, wo wir denn sind. Ich habe lange nicht in diese Karte reingeguckt, weil ich fast die Karte ja nicht anwende. Aufnehme. Und ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Wir müssen auf den Tag warten. Überall irgendwas und irgendwo, da war glaube ich gerade ein Safe. Irgendwie kommt mir das Spiel auch gerade sehr leise vor. Mal gucken. Ja. Jetzt gefällt mir die Musik schon besser, weil ich mag die Factorio-Musik. Könnt ihr mal reinhören. Also es ist eine Musik, die auch nach 5 Stunden noch nicht, noch nicht wirklich mich nervt. Gut, wir brauchen Stein. So, und Stein ist unser größtes Problem gewesen. Da haben wir noch Stein. Das werde ich jetzt per Hand abbauen. Dann würden wir nämlich jetzt erstmal ein paar Baumfarmen machen, versuchen von der Kohle wegzukommen. So, weil wir, oder beziehungsweise wir werden dann demnächst anfangen, Koks zu produzieren, weil es einfach ergiebiger ist, solange wir hier noch mit bestimmten Sachen arbeiten müssen. So, ich weiß nicht, ob man das jetzt im Hintergrund hört. Ich hoffe mal nicht. Das wäre nämlich jetzt sehr blöd. Genau in dem Moment, wenn ich die Aufnahme starte, 12 Uhr mittags, samstags, ist dann hier jetzt Dingensbumsen, hier Feuerwehr. So. Einmal so. Ein Knigger-Roboter. Und erstmal eine Kiste. Nehmen wir eine Eisenkiste. Eine Stahlkiste ist blöd. So. Hier wachsen jetzt nach und nach Bäume. Und das wird dann automatisch abgeholzt und in diese Kiste gelagert. Ja, Prinzip ist klar. Gut, dann haben wir hier immer noch das Problem, dass hier überall jetzt langsam auch die Munition ausgeht. Das heißt, wir sollten mal uns darum kümmern, dass wir mehr Laser kriegen. Dafür brauchen wir mehr Batterien. Hatten wir schon Batterien irgendwo hergestellt? Ich glaube... Ah ja, da. Ah. Die produziert gut, die Fabrik. Das brauchen wir übrigens nachher noch, um die nächsten Dinger zu bauen. Das ist echt schon heftig, was man später da alles braucht. Hätte ich nicht gedacht. So, den Turm und den Turm bauen wir jetzt aber ab. Wir werden jetzt eine Energieversorgung hier hinlegen. Und wir werden dann halt jetzt auch langsam unser Territorium ausbreiten müssen und uns auch demnächst mal um die verdammten Zombies kümmern. Boah, und Zombies, sag ich schon, Aliens. Ich habe schon für das nächste Projekt, was demnächst kommen wird, im Kopf, dass ich dann Zombies sagen muss. Oh nein, Zombies! So, in dem Sinne. Hier unten gefällt mir auch noch nicht. Das ist auch noch eine Stelle, die ungeschützt ist. So. Stromkabel verlegen war jetzt angesagt. So, ein bisschen in die Richtung laufen. Zack, Strom liegt. Und wir können hier den ersten Laser hinsetzen, der auch dort die Wanden beschützt. Okay. Jetzt haben wir hier schon Angriffe gehabt. Da haben wir auch Laser schon stehen.
Ich würde ganz gerne eine andere Stelle noch mit Lasern ausstatten. Solange hier jetzt kein Angriff ist, sollte ja nichts passieren. Und dann werden wir uns mal darum kümmern, dass wir hier mal ein bisschen verbessern. Wir sind jetzt bald bei Materialverarbeitung 2. Was ist das denn? Genau, dann können wir endlich anfangen, hier die alten Öfen abzuholzen und rotzen und ja. Doch, da steht doch schon ein Turm, oder was? Steht da ein Turm? Ja, Laserschutz. Okay, dann können wir den aufbewahren für eine Stelle, die wichtig ist. Und wir haben tagsüber viel zu wenig Stromversorgung. Definitiv. Man sieht da, die Akkumulatoren, die schmeißen mehr Kapazität zwischenzeitlich raus, als dass sie reinkriegen. Hatten wir schon eine Produktion für Solaranlagen? Was brauchen Solaranlagen? Stahlträger unter anderem. Stahl ist so eine Sache. Ja, wir werden da hier gleich alles mal etwas ändern, weil das ist nicht mehr schön, wie das hier steht. Ich denke mal, wir werden, sobald wir die Lichtbögen haben, so ein paar Stück davon, werden wir hier mal einmal die komplette Geschichte ändern. Hier sieht es momentan recht gut aus mit der Produktion von den Kupferplatten. Das gefällt mir. Hier unten kommt auch einiges an zum Forschen. Die forschen fleißig und wir könnten noch ein Forschungslabor bauen. Das ist etwas Produktives. Das können wir jetzt mal machen. So. Ein bisschen was wegpacken. Packen wir das hier hin. So. Das sollte eigentlich ohne Problem funktionieren. Der sollte alles nehmen. Ich weiß nicht, was da sonst hin sollte, aber selbst das hier wird jetzt auch demnächst umgebaut. Wir müssen auch vielleicht bald an das Kupfervorkommen hier. Weil da oben das Kupfervorkommen ist nämlich kein großes. Das war es nämlich. Da sind schon wieder die nächsten. Ich glaube, da müssen wir uns... Oh, da müssen wir uns drum kümmern. Scheiße! Scheiße! Laserturm! Scheiße. Laserturm wird jetzt gerade nichts bringen. Doch, oh, gut. Und wir werden auch ganz schnell per Hand. Boah, da sind jetzt aber schon Risse. Das ist schon heftig. Du kriegst mal ein bisschen Munition. Wir werden uns mal darum kümmern, dass hier ein bisschen was... Oh nein. Nein, wir sind ungeschützt. Das finde ich gar nicht gut. Wo ist diese verdammte Mauer? Da sind Mauern. Ich glaube, wir werden jetzt hier einfach mal eben die Mauern abbauen. Das ist zwar inzwischen so auch, dass dadurch die Mauern in einen extra Slot kriegen, von wegen, sie sind kaputt. Ich glaube, jedes kleine bisschen kriegt jetzt einen extra Slot. So. Ja, wir brauchen immer mehr und 64, da sind nämlich die ganzen kaputten. Ah, perfekt. So, dann können wir nämlich jetzt anfangen mit der Kokerei. Das braucht nicht so viel, 75 Fläschchen. Es produziert bei uns ja recht gut. Und ich habe in meinem Testspeicherstand das vorhin mal ausgetestet, weil zuletzt war es so, dass die Werte nicht stimmten. Die sind viel zu schnell verbraucht worden, die Fläschchen. Und jetzt fehlen uns gerade Strome. Strome, so, Strom ist da. Jetzt sollte eigentlich, ja, perfekt. Perfekt. So, ein bisschen was trinken. Ich sitze noch in meinem ersten Cappuccino. Ist ganz praktisch, wenn man zwischendurch dann einfach mal ein bisschen ausschlafen kann. Dann kuriert man sich mal relativ gut. Ich habe mich jetzt auch noch keine Taste gelegt bei DxStory, wo ich mal die Stimme ausschalten kann. Aber das geht ja momentan eigentlich recht gut. So. Hier wird fleißig Munition produziert. Da haben wir sogar schon einiges. Wir werden ein bisschen was mitnehmen. Jetzt gerade sind die Angriffe mal weg. Da fehlt noch was eigentlich. Zur Verteidigung. Also sicherheitshalber werde ich hier mal so einen normalen Turm hinsetzen. Oder auch zwei. Ach, ja, ja. So, man sollte vielleicht dran denken, dass wir hier nicht mehr in, was weiß ich, für Spielen sind. So. Okay. Maschinengewehr funktioniert einwandfrei. Also mir sagte auch irgendjemand, ich solle doch mal bitte eine Schrotflinte bauen oder so.
Ja, ich denke, können wir auch mal machen. Wobei ich immer noch nicht weiß, wie man hier wechselt. Ich hatte zwischendurch schon mal gesucht, aber ich weiß es einfach nicht. Nee. So, übrigens, doch alt. Hier ist noch nicht wirklich viel produziert worden. Das braucht wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit. Ich meine, selbst wenn es braucht keinen Strom, das weiß ich. Aber selbst wenn es Strom bräuchte, hätte es Strom. Und wir werden schon wieder angegriffen unten. Ach, Jemine. Das ist jetzt aber nur einer. Der wird wahrscheinlich schon tot sein. Das ist, flaut auch schon wieder ab. So, Umbauarbeiten. Erstmal so, das, was wir jetzt hier stehen haben, ist scheiße. Das können wir einfach nur sagen. Wir... Boah, jetzt wird da oben aber heftig angegriffen. Da. Ich glaube, da können wir nochmal ein... Hier steht auch noch gar kein Laserturm. Eieieiei. Haben wir noch einen Laserturm irgendwo? Laser. Haben wir nicht mehr. Verdammt. Da, einen können wir noch produzieren. Also hier sieht echt schon knallig aus. Hier kommen die schon angerannt bis zum geht nicht mehr. Da haben wir einen Laserturm stehen. Der hilft uns aber hier nicht viel. Problem ist, wir verbrauchen immer mehr Strom. Produzieren aber keinen Strom nach. Das ist momentan ein bisschen schlecht. Wenn wir uns das jetzt hier mal angucken, der Radar zum Beispiel, den ich jetzt relativ wichtig finde, um halt so ein bisschen die Map zu sehen, wobei ich glaube, ich werde ihn jetzt abreißen, weil er einfach zu viel frisst. Da ist ein riesengroßes... Da unten sehen wir gar nichts. Das ist so das Problem. Ach, Endo. So. Weg. Jetzt ein bisschen mehr Strom. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Strom. Jetzt kommt das teilweise aus. Das ist es nämlich. Was machen wir da? Jetzt kriegen die Akkumulatoren nämlich auch ein bisschen Strom. Auch wenn nicht viel. Zwischendurch mal gar nicht. Dann ist es wieder am Rausziehen. Dann ist es wieder am Reinziehen. Und das ist nicht das Wahre. Wir werden jetzt erstmal uns darum kümmern. Das wird zwar auch wieder verdammt viel Strom kosten. Plastik. Oh nein, wir brauchen Plastik. Oh nein, das wird hier mitgemacht. Wie sieht es eigentlich aus mit unseren ganzen Vorräten hier? Okay, machen wir anders. Was brauchen wir dafür? Stahl, elektrische Schaltkreise und Kupferplatten. Machen wir... Haben wir denn noch... Ja, haben wir noch. Aber das ist eine zu wenig. Wir brauchen nämlich dafür auch eine Montage 2. Dafür fehlt uns aber Eisenplatten. Das heißt, wir gehen hier mal in die Kiste und schauen mal... Ach, da ist noch drin. Eine Zweiermaschine. Und dann gucken wir mal. Wir brauchen Kupferplatten. Kupferplatten können wir uns direkt hier abzwacken. Dafür werden wir uns so ein Teil mal bauen. Das hier brauchen wir momentan nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Förderbänder werden wir brauchen. Wir werden auch noch eins davon brauchen. Das werden wir brauchen. Die werden wir brauchen. Das brauchen wir nicht. Also die müssen wir uns nachher darum kümmern, dass die irgendwie wegkommen. Ich weiß nicht. Kann man auch nicht im Inventar irgendwie. Kann man die denn ausschmeißen irgendwie? Nein, super. Schrott. Naja gut. Wir werden die Produktion hier bauen dafür. Also werden wir uns jetzt mal... Ihr werdet wahrscheinlich jetzt gleich die Hände zuschlagen, was ich für eine Scheiße hier baue. Aber das kennt ihr ja schon bei mir. Ihr guckt mich ja, weil ich ja so einen Scheiß baue. Weil ich total bescheuert bin und ja, ich bin auch so, wie ich bin. Ich werde das nicht ändern. Kennt man ja alles schon von mir. So. Oh, ich habe doch noch einen über. Cool. Sieht ein bisschen komisch aus hier. Da waren zwei ineinander geraten. Das war irgendwo ein Fail. Oh, unten. Ja, zwischendurch
kontrollieren, ob das auch alles noch so funktioniert. Scheint aber so. Ich geh weg. Gut, Kupferplatten. Da, wo waren sie? Dann brauchen wir Stahlträger. Stahlträger werden hier produziert. Das ist gar nicht mal so das Problem. Sie werden auch eigentlich recht gut produziert. Da werden wir dann einfach einen Knickarmroboter nehmen. Ein Fließband. Also das wird, wie gesagt, später umgebaut. Ich werde wahrscheinlich in diesem Spiel verdammt viel. Also vielleicht guckt ihr andere Let's Player noch, die dieses Spiel halt Let's Playen, die wahrscheinlich von Anfang an besser bauen als ich. Aber ich sag dann ganz klar, ich baue dann lieber fünfmal um, hab das dann hundertprozentig so, wie ich haben will, weil das Geplane ist doch relativ schwierig. So, hoch, 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 hoch. So, jetzt, das waren übrigens die Fließbänder gerade. Das geht alles. Momentan geht das. So, jetzt brauchen wir dafür noch elektronische Zeitkanten. Und das ist das Problematischste. Werden die hier schon produziert? Ah, cool. Jetzt können wir die Kokerei bauen. Das heißt, wir kommen bald demnächst mal davon weg. Was wäre denn praktisch jetzt als nächstes zu erforschen? Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Plastik. Plastik müssen wir erforschen. Was ihr gerne hättet, was ich denn erforschen soll, in welche Richtung ich hier das Ganze gehen soll. Ihr könnt gerne mit dran teilhaben an diesem Let's Play. Da werden elektronische Schaltkreise produziert. Die werden wir uns hier wegholen. Ja. Die werden wir uns wegholen. Dafür brauchen wir noch Fließbänder. Auch wenn wir da jetzt verdammt viel Knicker am Roboter. Da wird hier mal nachproduziert. Das ist ja kleinste Übel. So. Jetzt brauchen wir mehrere von. Das wird schon so kommen. Zack und zack. Okay. Das und das. Dann werden wir nämlich das hier als auf ein Gleis leiten. Das heißt, wir brauchen gleich noch einen davon. So, was fehlt uns denn dann gleich für die nächsten noch? Eisenplatten. Ah, das ist das kleinste Problem. Das ist echt das kleinste Problem. Zack, zack. So, dann holen wir uns davon noch einen. Und wir brauchen jetzt auch mal wieder Fließbänder. So. Wir werden das Ganze jetzt einmal überleiten und werden dann das zusammenführen. Tot, alles okay. Okay, das wäre eigentlich schon die wichtigsten Materialien. Das heißt, wir können jetzt eine Montagemaschine 2 nehmen, stellen sie an diese Stelle, holen hier das rein, holen die zwei Sachen da rein, würden dann das hier rausholen. Und eine Kiste. Das kommt da rein. Gut, ja, also theoretisch sollte das so funktionieren. Und das alles noch mit einem einzigen Strommast. Und du sollst produzieren das hier. So, jetzt müssen wir hier unten noch einmal Strome drauf geben und die wahrscheinlich die ein bisschen verstärken, die Produktion. Zack. Aber das werden wir dann sehen. Das produziert er recht gut nach. Allerdings zieht er auch relativ viel. Ah, wir werden aber auch oben nur eine bestimmte Anzahl davon produzieren. Da hinten. War schon wieder weg. Okay. Also momentan läuft das hier alles ganz gut. So, ein Stack reicht mir voll und ganz. Mal gucken, ob das, wie schnell das jetzt geht, ob der wirklich alle elektronischen Schaltkreise jetzt wegsaugt oder ob es zeitlich gesehen etwas pausiert zwischenzeitlich. Also 15 elektronische Zeitkreise für einen, das sollte man mal dran bedenken. Und da sieht man schon, da ist irgendwas, was jetzt nicht mehr läuft.
Was fehlt denn hier? Eisenplatten? Ja, da sieht man nämlich, das kommt schon nicht mehr hinterher. Das ist jetzt eine Sache, die müssen wir versuchen irgendwie zu verbessern. Wir könnten hier einen Knickarmroboter der Länge bauen. Ich nenne ihn jetzt Knickarmroboter der Länge. Und werden dann hier das aufschieben. Und haben dadurch jetzt hier eine weitere Produktion. Also dann werden hier auch wieder mehr benutzt und so, und dann sieht man schon, jetzt läuft das auch wieder. Ah, super gut. Superb. So, können wir eigentlich schon... ne, können wir noch nicht. Brauchen wir dafür das hier? Ja, das sollten wir auch mal überlegen. So, und dann sieht man, hier jetzt läuft es. Also jetzt läuft das auch wieder. Gut. Hier ist immer noch nicht einer produziert, weil der immer noch... Ja, das wird schwierig werden. Was braucht man denn alles dafür? Wobei da die Eisenplatten wahrscheinlich am schwierigsten sein werden. Gibt es eigentlich einen Grund, warum ich hier nur eingleisig gefahren bin? Nee. Und dann passt das auch alles. Das gefällt mir jetzt gerade sehr gut. So wie das jetzt gerade hier steht, ist das echt knorke. Das läuft. Das wird produziert. Hier sind massenweise drin, also das ist ja auch eine Maschine, die jetzt nicht überproduzieren sollte, genau. Ja, elektronische Schaltkreise werden jetzt hier vernünftig produziert. Jetzt kommen sie natürlich hier nicht mehr runter. Das ist halt eine Sache, die müssen wir jetzt austesten. Wird das funktionieren, dass sich das hier jetzt anfängt zu stauen? So, erstmal machen wir das hier weg, weil das ist Schwachsinn. Hier werden wir jetzt mal die elektronischen... Nein, das wird sich nie stauen. Wir haben gerade mal 3 produziert. Oh, das ist heftig. Also es wird sich erst stauen, sobald... ja. Brauchen mehr elektronische Schaltkreise. Gut, dann werden wir jetzt mal hier das ein bisschen wieder verschönern und verbessern. Aber wie? Hier habe ich relativ wenig Platz und wir brauchen echt Power bei dem Ding. Das Problem ist auch, jetzt haben wir nicht mehr so viel Strom. Dadurch, dass wir auch neue Sachen gebaut haben. Wir werden jetzt als allererstes ein paar davon bauen und dann hier unten mal anfangen, ein neues Energiefeld aufzubauen. Ich weiß nicht, ob ich es hier wollte oder ob ich hier nur die Dinger, die Akkumulatoren bauen wollte. Ich bin mir gerade unsicher. Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Was wollte ich machen? Ihr wisst das wahrscheinlich besser als ich. Dementsprechend vertraue ich euch da voll und ganz. Ah, das ist echt Schwachsinn so. Na, 3 Stück schon mal. Problem ist halt, da wird jetzt nichts mehr produziert. Das könnte jetzt... Wir haben hier noch Kapazitäten. Also es ist, liegt hier voll und hier haben wir auch überproduziert. Wir lassen es erstmal laufen. Vielleicht pendelt es sich ja später noch ein, wenn wir Glück haben. Das wird auch nicht weniger. Das schafft der... Ja, nach einer Zeit wird es weniger. Da können wir gegenarbeiten. Finde ich sowieso gut. Haben wir weniger... Wie heißt das Zeug jetzt hier? Weniger Umweltverschmutzung. Wenn wir jetzt hier eine größere Maschine hinbauen und das Ding ist schneller, sollte man auch mal immer bedenken. Ja, sieht man direkt. Gibt jetzt richtig Power. Bin mir gerade überlegen, ob wir da noch ein... Gib mir mal die hier alle... Ja, wenn ich schaffen würde, dass noch mehr, noch schneller die Kupferkabel hinterherkommen würden, würde hier eine Überproduktion kommen. Und das würde dann nämlich den hier gerechtfertigen. So ungefähr. Dann würde nämlich auch das so schnell gehen, dass... jetzt kommt die Eisenplatte nicht mehr hinterher. Moment. Jetzt ist das nämlich in Dauerproduktion.
Ja, aber auch hab drei Kupferkabel. Also wir müssen hier jetzt umstellen, dass der mehr produziert. Mehr Produktion bei dem kriegen wir jetzt, indem wir zum Beispiel wir bauen hier einen schnellen Knicker am Roboter ein. Ach, verdammt. Jetzt habe ich natürlich das produziert, was ich nicht wollte. Das geht nicht. Das können wir vergessen. Moment. Weg. Ist jetzt blöd, aber muss sein. So, ne, so brauchen wir das nicht mal. Wir bauen hier einen schnellen Knicker am Roboter ein. Noch zusätzlich. Bauen dann noch zusätzlich einen hier ein. Geben den Ganzen ein wenig Strom. Und das ist so schnell, dass es noch nicht mal mehr puffert. Also dementsprechend. Jetzt liegt das da auch ein bisschen. Also. Ja, die Eisenplatten kommen schnell genug nach. Die dürften jetzt auch schnell genug nachkommen, dass die einfach schneller geht. Gut, und schon haben wir das Ding hier wieder optimiert. Da hinten wird fleißig an den. Oh, 9 Stück schon wieder. Die können wir direkt mal einbauen. Wir brauchen mehr Strom. Das ist, wir haben so wenig Strom momentan, dass wir uns nicht leisten können, weitere Maschinen zu bauen. Ganz klar. Oh, Plastik ist fertig. Gut, was nehmen wir jetzt? Dream Farm Mod. Das weiß ich noch nicht genau, was das alles ist. Hier zum Beispiel zerkleinerter Stein. Steinzerkleinerer. Finde ich ganz interessant. Aber Medizin später. Organischer Kunststoff. Oh, das ist leer. Dann muss ich gleich mal was anderes trinken. Allerdings sollten wir uns mal unseren Energie Engine, so. Ja, ich hätte auch ganz gerne mal ein Auto irgendwann. Wenn wir uns mal hier so raustrauen, irgendwann hier. So. Wir bauen jetzt ein bisschen wieder unsere Stromversorgung aus. Und dann wollen wir mal den nächsten bauen. So, ich hoffe, dass das alles so passt, wie ich mir das vorstelle. Gut. Ja, das sieht doch schon mal ganz nett aus. Haben wir hier oben also die Dampfmaschine, die dampft. Und zwar massenweise. Die Stromproduktion jetzt langsam läuft scheinbar. Die Akkumulatoren dürften jetzt auch Strom beziehen. Und zwar nicht gerade wenig. Das ist nicht gut. Die sind jetzt langsam am Aufladen. Da oben sind schon wieder welche nachproduziert. Das geht recht flott. 2 Stück. Dafür raufe ich ja aber nicht runter. Da kommt halt zu wenig im Nachhinein an. Jetzt sehen wir hier nämlich gerade, dass es doch wieder verlangsamt läuft. Und zwischendurch mal läuft es was schneller, zwischendurch läuft es mal was langsamer. Jetzt zum Beispiel gerade fehlt Eisen. Oh, es fehlt Eisen. Warum fehlt denn Eisen? Habe ich so viel Eisen geklaut? Ja, weil auch unter anderem Stahl mehr gebraucht wird. Das wird ja jetzt alles hochgefördert. Eieieiei. Ja, wisst ihr was? Ist ja nicht so, als ob wir dafür Stahlträger bräuchten, ne? Und zwar. Achso, die sind schon. Der und der. Werden jetzt noch abgegradet, bringt ja nichts. Ach, das ist es. Jetzt kommt zu wenig Eisen nach. Warum kommt denn jetzt zu wenig Eisen nach? Wollt ihr mich jetzt alle verarschen hier? Naja, wie wir das Problem mit dem Eisen lösen werden und ob wir das schaffen, werden wir herausfinden beim nächsten Mal. Tschüss.